Liegen hier irgendwo irgendwelche Hinterlassenschaften? Du. Du hast bestimmt einen Tom gesehen. Pika-Freund. Wir können tauschen. Hast du ein Bild von Tom? Nein. Geh weg. Aber ja, das ist der einzige Hinweis auf Tom, den wir bisher bekommen haben. Ist das Toms Blut? Ich werde auf jeden Fall die ganzen Buden hier einmal kurz abgehen. Gucken, ob hier irgendwo irgendeine Notiz übrig liegt. Oh. Was ist ein Fenster? Ha. Okay. Aber ich kann da nichts machen. Nö. Vielleicht war das ein Kerker, wo Tom eingesperrt wurde? Okay. Tom loves Judy. Aber ich finde es gut, dass wir wenigstens einen ersten Hinweis gefunden haben. Weil vorher war das ja echt sehr vage. Finde bitte meinen Tom. Ja, oh, Notiz. Sprich hier Fall, um das und das zu erhöhen. Nee. Wir könnten auch nochmal alle unsere Notizen in der Rumpelkammer durchgehen. Ist einer von euch ein Schädel von Tom? Da ist ein Knopf. Und das war bestimmt Tom. Der ist hier gestorben. Sagt die Karte. Die Karte sagt, ich habe da ein S eingetragen. Das heißt, ich werde das S wahrscheinlich auch schon gedrückt haben. Obwohl, warte mal. Wir sind auf der dritten Ebene eigentlich durch. Das heißt, ich kann das ruhig drücken. Es wird nichts kaputt gehen. So. Und jetzt gucken wir, ob hier... Wow, okay. Wo kommst du jetzt her? Warst du im abgeschotteten Bereich oder sowas? Komm, 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 komm. Kaputt, so. Das, hier waren wir hergekommen, richtig? Da war der Knopf. Konnten wir hier vorher lang? Schriftrollen-Dingens. Ist hier noch irgendwas drin? Ja, bitte was von Tom. Habe diesen Schalter versucht. Was haben wir da? Noch ein Beutel. Ist hier Pouch. Noch eine Notiz. Suche nach Diebesversteck hinter der Lagerhalle. Was für eine Lagerhalle. Sonst liegt ja nichts. Auf dem Boden, nee. Schädel von Tom? Nein. Schädel von Tom? Nein. Longsword. Dagger. Du kannst weg. Du hast nichts drin. Ja, hier waren wir schon mal. So. Hier ist das Banditenlager gewesen. Und wo ist der Lagerraum? Also sollen wir uns vielleicht hier nochmal umgucken? Sonst wüsst ihr nicht, wo der Lagerraum sein könnte. Na gut, wir wollten eigentlich zum Fackelmann. Dazu müssen wir... Oh, was steht hier? Ah ja, gehe zu dem tiefsten Punkt im Abyss. Dann kämpfe deinen Weg wieder nach oben und du findest den Schlüssel zu deiner Stärke oder Widerstandsfähigkeit. Das kann gut bedeuten, dass ein Talisman-Teil erst dann auftaucht, wenn man ganz unten irgendwas gemacht hat und dann wieder nach ganz oben gelaufen ist. Vielleicht. So,
gesagt haben, bitte, dass du Tom heißt. Du heißt Zack. Hießt du früher mal Tom? Was tust du hier, Zack? Würdest gerne meine Lampen sehen. Ja. Ist da noch eine Lampe dazu, eine Kerze zu bekommen? Hat sie einfach nur umgedreht, kann das sein? Ja. Nee. Das bringt mir so nichts. Du warst nur wieder irgendein Hinweis, richtig? Genau, um besser schwimmen zu können. Ist da was drin? Kann man da durch? Nein. Natural Stonewall. Kein Versteck. Kein Diebeslager. Kein gar nichts. Und wir konnten ihn nicht nach Tom fragen. Und ich glaube, wir sind jetzt einmal hier durchgewuselt. Ja, hier ist schon der Ausgang zum Teleporter. Husch. Nö. Also was auch immer der Knopf gemacht hat, ich denke mal, er hat einfach nur den Weg zu dem Raum hier geöffnet, den wir schon mal geöffnet hatten. Das heißt, ich laufe jetzt wo lang? Ich laufe jetzt hier lang und laufe nochmal nach Südosten und gucke mich da um. Hier kommt man auch irgendwo so schräg hochspringen, richtig. Nicht da. Hier. So. Springen. So, es zählt, als wenn wir gerade schwimmen würden. So, jetzt muss es ruhig. Springen. Sehr schön. Oh. Ja, ist ein wenig komisch, direkt ins Wasser zu springen, aber passt schon. So. Du bist nicht Tom. Nein. Aber müsste gleich im... Moment, warum gehen wir nach Norden? Norden ist falsch. Wir müssen nach Süden und uns da umgucken. Und am besten jede Wand unterwegs nochmal angucken. Vine-covered wall. Warte mal, das war gerade die einzige Vine-covered wall, richtig? Ne, da sind noch mehr. Das Vieh trifft uns nicht, okay. Gleich sind wir im Südosten. Genau hier. Hoch da. Du wirst zischen jetzt endlich weg. So, ich mache mal die Tür zu. Vielleicht löst das hier irgendwas aus. Hier war die eine angeschlagene Wand. Aber davon gab es noch ein paar mehr. Warst du schon immer hier? Pika. Tauschen. Jo. Fisch und Wasser. Nö, danke, ich brauche wieder Fisch und Wasser. Schade, dass er uns keinen Hinweis geben kann. Hast du hier irgendwo eine Schwertklinge gesehen? Oder etwas Auffälliges? Das hier ist auffällig. Zwei angeschlagene Wände direkt nebeneinander. Da oben war eine Goldader und hier unten, das ist auch sehr komisch. Dass der ganze Weg einfach nur hier runterführt und hier ist nichts. Das hatten wir alles schon mal abgeklappert. Stonewall, Cracked Wall, Irregular. Nee. So, das war das eine Gebiet. Und dann gab es hier weiter südlich noch so eine kleine Nische. Hier. Nee, das ist dasselbe. Weiter südlich. Das hier. Cracked. 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 Nö. Hier ist einfach nichts. Cracked. Cracked. Oh, mir ist gerade aufgefallen, wir haben gar keinen Kandelabra bei Zack gekauft. Hatte der überhaupt einen? Der hat nur eine Lampe gehabt und
Eine Kerze. Und einen grünen Pilz und eine Fackel. Das Ding heißt aber schon Lampe, ne? Ja, Lantern. Nicht Candelabra. Sollen wir hier jetzt tot down? Oh. Zwei Dilemma. Oh, warte mal. Warum ist da eine Tür? Warum zum Teufel ist da eine Tür? Hier. Hier ist eine Tür eingezeichnet. Die war vorher nicht eingezeichnet, da bin ich mir ziemlich sicher. Ah. Klick. Du hier hörst das Rohren von Tonnen von Wasser im Westen fallen. Okay. S. Im Westen, das wird hier sein. Da muss ich mir die Folge echt nochmal angucken. Ob man vorher auf der Karte schon gesehen hat, dass hier eine Tür ist. Vor allem auch schon vor 10 Folgen, wo wir das letzte Mal geguckt haben oder was. Das finde ich echt nicht lustig. So, und jetzt kann man hier unten lang gehen. Ja. Boah. Aber gut, jetzt finden wir irgendwo die Klinge. Das ist sehr schön. Danach können wir zurück zur Rumpelkammer gehen, den Griff holen und dann laufen wir zum Schmied. Und der soll uns das zusammenfriemeln. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir zum Schmied müssen. Natürlich könnten die Klingen auch so magisch sein, dass sie sofort zueinander finden und sich zusammenfügen oder so. Kaputt. So, was steht hier? Die Rune besagt Zwergvolk Schack, Meister Waffenschmied. Oh, das finde ich ja sehr praktisch. Müssen wir mit ihm jetzt zum anderen Zwerg laufen? Wir haben nur keinen Schwertgriff dabei. Hallo Geist. Ich hoffe, du bist nicht der Waffenschmied. Oh. Du bist noch grün? Ich habe dich getroffen. Und seit wann vergiften Geister? Sehr komisch. Komm, geh kaputt. Kaputt. Ja, sehr schön. Schon rot. Und tot. Da ist die Klinge. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eine zerbrochene Klinge. Zu schwer. Nein. Wow, wow, wow. Was zu... Nein. Ja. Ich wollte nur die Schriftrollen verbrauchen. Ich dachte, das kriegt irgendeinen Buff oder kriegt eine Heilung oder Nachtsicht oder sonst was. Ich wollte nicht wegteleportiert werden, verdammt. So. Jetzt sind wir in dem Raum, wo wir vorher mit der Kugel reingucken konnten. Und hier ist ein Mondstein. Mondsteine kenne ich noch aus Ultima Online. Damit macht man normalerweise Portale auf. Du bist eine Schriftrolle, die hoffentlich zurückführt. Gibt es hier noch irgendwas? Jo. Wir sind direkt am Eingang. Kann das sein? Wir sind mal verrückt ins Werk. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Also. Wir müssen jetzt runter. Müssen dann die Klinge, den Dingens holen. Den Griff im Schwert aus der Level 3 Rumpelkammer, richtig. Dann müssen wir hier darunter da die Klinge aufheben und dann müssen wir hier hin zurück. aber ja, vorher benutze ich mal die Schriftrolle hier in der Hoffnung, dass sie uns genau dahin zurückteleportiert, wo die andere uns hergenommen hat. Moonstone ist nicht verfügbar. Was? Oh.
Ah, okay. Ich guck mal ganz kurz ins Handbuch. Und scroll mal nach ganz unten. Tremor, Roaming Sight, Iron Flash, Freeze Time, Flame Wind, Reveal. Gate Travel. Teleportiert dich instant zu einem Moonstone. Da braucht man eine Art ARK. Also Ark.